So, und direkt weiter. Willkommen zurück zu Alex. Genau. Wir haben gerade... Ah, mein Gleiter ist da. Hervorragend. Wir haben Teile für einen Gleiter geholt und anscheinend war es wirklich ein kompletter Gleiter, so wie er ist, zurückzufliegen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Harley als nächstes braucht. Ist ja schon groß, der Gleiter. Moin. So, Kumpel. Da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann. Das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Aha, da ist es wieder, das blaue Leuchten. Oh, eine Vision? Zustandsbericht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden Sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Aha. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Aha. Ist ja nett mit dir. Okay, so, wir kriegen hier nichts Neues. Der Gleiter ist halt echt groß. Ist das der gleiche? Vor allem hat der Gleiter keine Kollision. Das ist ja dumm. Okay, Gleiter hat keine Kollision. Na gut, dann haben wir jetzt hier erstmal wieder alles geschafft. Dann haben wir jetzt einen Gleiter. Bin mal gespannt, was daraus noch wird. Das hätte ich wahrscheinlich viel früher machen sollen. So, die Macht der Mitte. Ich sollte auch nicht überzeugen, für mich zu kämpfen. Ja, habe ich noch einen neuen Begleiter, von dem ich. Nee, habe ich nicht. Aber ich könnte mal. Ich glaube, ich könnte jetzt mal die letzten beiden Gegner von. Oh, wie hieß er denn? Ich vergesse mal. Arx heißt er, genau. Muss ich nur Kaya stehen lassen. Kaya, wartest du bitte mal kurz. Na gut. Ich brauche dich vor allen Dingen nicht mehr. Mitkommen. Ja. Statusbericht. Keine nennenswert. Er respektiert mich. Na toll. Müsste noch mal zu Sestak zurück. Mal gucken, was er von meinen Taten hält. Warte mal hier. Köpfe müssen rollen. Bartok im Süden von Tumpol zum besten Kanal besser. Und Tirk ist an der Grenze nach Ignadorn. Den müssten wir ja nicht leicht kriegen, oder? Keine Kollision? Ja. Ein Schandfleck unter vielen. Ja. Die Menschen der alten Welt hielten offenbar nicht viel von Effektivität. Wenn ich mir das hier so ansehe. Ja, das ist aber, kann man halt wenig sagen über die Menschen der alten Welt. Haben die ja nicht getroffen. Da es ja nicht die Erde ist, keine Aussage möglich. Aber. Was hatte Jax eigentlich in den Zwischensequenzen für eine komische Waffe auf dem Rücken? Das sah halt voll aus wie so eine Waffe von den Outdoors, also wie so ein Selbstbaugerät. Nicht so eine Hightech-Waffe. Wie sieht die Waffe eigentlich jetzt aus? Ich glaube, das Upgrade hat irgendwas mit unserem Plasmagewehr gemacht. Eigentlich wollte ich da rüber, aber anscheinend müssen wir doch rumlaufen. Na gut, ist das Skript umgedreht, das ist. Das Skript, das mich abstützen, das ist eine Radioaktivität. Das war eine ärgerliche Sache, ja. Gibt's hier was Schönes? Da hätten sie so Grottenäume. Ansonsten ist hier nicht viel. Ich bräuchte noch ein Wolfskraut. Ich bin mal gespannt, was Arx eigentlich so drauf hat. Kämpferisch. Nicht jetzt eigentlich wie stärker er wohnt. Oh, er hat auch ein Schild. Vor allen Dingen, das ist das gleiche Schild, die alles benutzen, oder? Das ist eigentlich so stark. Ja gut, ich hab nicht mehr Nahkampfschaden gehört, ne? Wo ist Fleisch? Knochen?
Schale. Schnabel. Ey, wir looten jetzt Schnabel aus den Viechern, das ist ja klasse. So, bin ich mal gespannt. Ich hab doch hier. Nee. Ich will mal kurz durchlesen, was die Fähigkeiten sind, die mir die. So, dann Psi-Werfer macht Kraftfeld, den kann man vielleicht bei irgendeinem Schaden bei der Gegner anrichtet. Also Kraftfeld ist ja ganz lustig. Ein Schuss ist reiner Psi-Energie. Psi-Geschoss, das ist das Auge, mentale Fesseln. Ich hab deine Gedanken. Das hier ist Kettenblitz. Sich hineinzieht, immer. Das gegen Maschine Mutanten ist. Achso, der MP-Shot, den sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Aber Schaden 20, Schaden 40 ist halt echt nicht so viel. Ich glaube, wir besorgen uns mal lieber Kraftfeld. Oder? Achso, das Auge macht den Dings schon. Na, dann versuchen wir mal, was da rumkommt. Vorne müsste ja irgendwo, keine Ahnung, wie der Typ eigentlich heißt. Achso, die sind doch gerade beschäftigt mit was anderem. Anscheinend ist diese Chimäre mein Boss. Finde ich auch interessant. Tolo, Max, los, bitte. Na komm. Das hätten wir ja noch eigentlich, sollten noch irgendwelche geschwächten Chimären umhauen, oder? Da hat sich gerade mein Questziel von alleine getötet. Ja gut, auch nicht schlecht. Ich nehme dir die Last von den Schultern. Der Spruch war beim ersten Mal noch cool. Was kopflos sind die gerade? Oh Mann. Die Last von den Schultern nehmen. Ja, ja. Guck mal, hinten ist Schwefel oder so. Ich glaube, es ist Schwefel. Na gut, kopflose Ignatur. Schön. Was hat er eigentlich zu dem Thema zu sagen? Hier. Wegen deiner Verfolger. Ja, ja. Hier ist die Rassschädel. Sehr gut. Der Tod steht ihm gleich viel besser. Es dauert einen Moment. Hä? Ich habe folgende Information. Im Konverter von Ignadon gibt es einen Tresor mit dem Code 4486. Wie genau kommst du an diese Informationen heran? Das zu verstehen, würde Monate des Studiums voraussetzen. Ich habe Jahre an dieser Technik geforscht. Und die Alps haben dieselbe Technologie? Nein. Ich habe meine Forschungsergebnisse unter Verschluss gehalten. Danke, Rock. Das ist, ja. Wieso habe ich damals nie etwas über deine Forschungen gehört? Viele von uns haben an neuen Technologien geforscht. Aber nicht jedes Projekt war erfolgreich. Ich schätze, dass nur die Projekte im Fokus ihrer Aufmerksamkeit standen, die auch tatsächlich anwendbar waren. Hm. Tja, sonst noch was mag ich jetzt eigentlich mehr? Bleib hier stehen. Das wollte ich natürlich. Ich würde eigentlich... Mitkommen. Ja. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Kann man aus Arx eigentlich noch mehr rausholen als Respekt? Weil ich habe das Gefühl, egal was ich mache, er wird immer nur sagen, ja, läuft aber auch. Na gut, dann versuchen wir mal einen anderen Typen zu töten. Müssen wir leider nach. Bartox, das steht irgendwie scheiße. Obwohl, warte mal, da kommen wir eigentlich ziemlich gut ran. Wenn ich jetzt mal die Textur hier nachladen würde. Aber der Nord am besser? Ist das nicht sowieso der Konverter, wo Sestak rumsteht? Den wollte ich sowieso nochmal fragen. Ach, das ist schon wieder der Konverter. Hier reise ich auch wirklich andauernd hin. Es gibt, glaube ich, keinen Konverter, den ich öfter bereise. Als diesen hier. Oh, ein bisschen Wegpunkt. Ach ja, Kroni ist auch noch da, Mensch. Ist ja wohl auch noch was. Ich muss raushauen. Topfleisch, sehr schön. Ich will jetzt eigentlich erstmal die ganzen Begleiterquests fertig machen, bevor sich die irgendwie noch bauen. Ach ja, das war daran. Hier war so ein Tor und da waren irgendwo so Soldaten. Kriege ich die Soldaten nicht als erstes erstmal tot? Der Roboter ist ein Problem. Der Roboter ist in der Tat ein Problem. Vor allem jetzt dahinter noch ein Drecksvieh steht, ne? Oh, das wird wieder sterben, oder? Nein!
Ich hab's geahnt. Ah. Nein, Kroni kann nicht verrosten. Das ist rostfreien Stahl. Mir sagt der Typ mit den Mauern, hat er entweder von mir oder von Ark signifikant Schaden genommen. Oh, ich hab noch was vergessen. Ja, schon. Aber wir kommen auf jeden Fall durch. Das ist gerade mit der Plasmaknarre, die ich übrigens mal Munition verkaufen sollte. Mit der geht das ja sowas von easy dot, das Zeug. Oh, ich hab hier noch so ein Anti-Elektro-Zeug gehabt, oder? Warte mal hier. Ja, was war davon? Muss wir jedes Mal die Skills aufs Neue durchlesen, welche davon welche waren. Weil es halt nicht klar ist. EMP-Schlag ist ein Psi-Verstärker drin. Das ist das Ding, was ich ausgewählt habe. Okay. Warum sind es da drei? Das macht ja so brutal viel Schaden, das Ding. Warte, bitte schon die Ausdauer noch einen Schlag her. Aua! Was so? Ich würde gerade sagen, dem Vieh ist auf jeden Fall mit normal Rumballer nicht weit zu helfen. Warum eigentlich auch nicht? Ich hasse Schleimdragonen. Ach, das. Was ist? Das ging eigentlich direkt noch. Auf den Mauern steht noch ein Typ, aber den kriegen wir bestimmt auch noch runtergeschossen. Ich habe mir das Gefühl, dass meine Gegner besser am Ausweichen sind als ich. Das ist nicht gut. Kampfkoloss. Zwei Reihen des Alex, ist das schon. Oh, was ist hier los? Elektroschrott. Goldbrocken, Elektroschrott, Geldbinde. Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Ja. Achso, das ist ja gleich der ganze Konverter, wa? Eigentlich will ich den Konverter selber ja gar nicht rein. Wütend? Ist das wütend wichtig fürs Vorbeischleichen oder warum steht sowas dran? Hat das irgendeine Relevanz? Ich meine, das ist mir eigentlich relativ egal, ob der Typ wütend ist oder nicht. Ich meine, seine Laune ist ja nicht wirklich wichtig für uns, oder? Wie werden diese Dinge eigentlich gebaut? Laufen die umher? Die sehen ja so ein bisschen aus, als hätten sie mobile Komponenten. Auf der anderen Seite scheint mir das ziemlich doof zu sein. Tja, machen wir es am besten mit denen da vorne jetzt. Oh. Wie viel Schaden die knapp Plasmawaffe jetzt einfach macht. Das ist ja brutal. Oh, die mal kaputt, genau. Aber eigentlich wollen wir gar nicht in so einen scheiß Konverter rein. Was will ich jetzt noch? Oh, ein Zettel. Zettel. Das kann einen altbritischen Bayer haben. Gut, dass im Inventar nicht so ordentlich ist. 8. Kennziffer. Also. Noch mehr Kennziffern, das ist ja schön. Jüdi, wir wollen eigentlich lieber. Da sind noch mehr Viecher. Och. Kristallratten? Was in der Welt sind denn bestimmt Kristallratten? Hey, Slayer! Slayer! Also quasi Kristallratten sind die normalen Grottenmolche, wie auch immer sie immer heißen, nur drei Level drüber oder was?
Großfleisch, Horn, Horn. Horn. Ach, da hinten ist noch so ein scheiß Roboter. Oh, ist der alleine? Okay, ja, gut, jetzt wäre die Lebenserkennungsbrille tatsächlich besser. Die Plasma-Munition habe ich noch bei. Ich habe gar nicht mehr so viel. Das Ding ist, ich krieg so einen Kampfkoloss definitiv nicht im Fernkampf tot, egal was ich mache, ne? Nee, klar. Oh, schön. Im Nahkampf meine ich. Ich wüsste zumindest nicht wie. Ich warte hier. Hat der Schaden mehr eben? Was? Ach so! Das Rohr macht nur. Hallo, Horn. Ich warte hier wieder. Kann ich nicht zusammen diesmal? Ja. Schrott. Zwei Reihen des Elix war jetzt. Ist es auch nicht so die Riesen. Ich bin direkt hinter dir. Soll ich stehen, mich heilen? Nein, kann ich nicht. Bisschen super rein. Also, ich habe zwei Elix, das ist jetzt auch nicht so der Wahnsinn. Und drei habe ich dann rausgeholt. Was ist das da hinten für ein Vieh? Ich könnte es anschießen, dann würde es näher rankommen, dann wisst ihr, was es ist. Komme ich jetzt ja irgendwie noch vorbei, ohne nochmal über dieses komische Eisdings zu laufen? Das Rebhuhn, da können wir auf jeden Fall kaputt hauen. Hä, ist ein Eisschaden, wenn ich in der Wüste begehe. Ich weiß nicht, wie Schaden der scheiß Eisschnabel. Bringt da überhaupt keine XP. Wir müssen an diesen dummen Rohr verbauen. Ah, da können wir einfach hier langlaufen. Auch schon in einer Welt, in der Eis genauso tödlich ist wie Feuer. Ja, wo ist das hier? Unser Eisschaden? Hallo? Stopp! Ich weiß nicht, wie. Wir sind die Gegner hier leichter oder Arx macht einfach mehr Schaden als Kaya. Also Kaya war auf jeden Fall im Kampf weniger zu brauchen als Dings. Ach, da ist noch so ein scheiß Roboter! Boah, Freunde. Ich würde hier eigentlich nur einen Alp-Commander töten. Na gut, hoffen wir, dass die anderen Alps nicht kommen. Ich könnte eigentlich mal was testen. Wenn ich weit genug wegstehe, greift mich das Video gar nicht an. Das Problem ist, dass die andere Knarre einfach nicht so viel Schaden macht. Also du bist nicht gegen die Roboter. Na gut, dann. Charge! Dafür bekommst du volles Pfund aufs Maul! Das ist volles Pfund aufs Maul? Das kenne ich irgendwo ja. Was ist der einzige hier? So ein bisschen austricksensüchtiger hier schon. Oh, klar, eines Alex. Die ganzen Ressourcen, die ich aus den Robotern raushole, müssen ja auch hinter meine. Riecht nach Tod. Ja, nachdem wir alles erschossen haben, schon irgendwie. Müssen ja am Ende irgendwie meine horrenden Plasmakosten wieder refinanzieren. Ich bin immer noch irritiert, dass ich Gegner nicht über Kanten hauen kann. Weiß immer noch nicht, was mit diesen komischen Leichen hier auf sich hat, die hier rumliegen. Was soll mir das sagen? So wie ich Leute sind nicht verändert? Oh, nein, ich muss dringend Schaden nehmen. Wer ist er? Will wir reden? Nein. Warum ähneln sich die Kleriker so sehr wie die Alps? Wenn man so darüber nachdenkt, die Alps und die Kleriker benutzen mehr oder weniger genau die gleichen Roboter, haben genau die gleichen humanoiden Kampfmaschinen. Das ist halt schon eine große Übereinstimmung. Die Waffen scheinen sich auch sehr ähnlich zu sein. Zumindest so weit ähnlich, dass sie die gleichen Energiezellen nutzen. Die werden aber bestimmt den gleichen Ursprung haben. Oh, das da hinten, das könnte ein Haus sein. Ich könnte da vielleicht mal hinrennen. Oder ist mein Ziel noch entfernt?
Ja, ich fände es halt klasse, wenn die Karte hier mal nachladen würde. Ah ja, ja, so. Okay. Ja. Ist doch relativ weit. Ich bin eigentlich noch nicht mal weit gekommen, sehe ich gerade. Also ich habe mich jetzt gerade relativ unnötig an diesen ganzen Außenposten hier vorbeigekämpft, aber eigentlich hätte ich auch direkt nach da rechts gehen können. Ich hätte gerne mal einen Wegpunkt hier in der Nähe. Ich hatte doch noch irgendwie so ein... Das ist, glaube ich, das... Ich glaub, das Bild, was ich hatte, das war deutlich eisiger, oder? Ich hatte das Bild Nummer 7. Ja, das ist, das ist wohl eher nicht hier. Ich meine, hier schneit zwar so ein bisschen, aber das sieht hier nicht so... Na, Backspace. Da bin ich Backspace. Und dann sind die wieder... Nee, das sieht nicht aus wie Seaboard. Aber hier ist noch ein Autobahntunnel. Man lässt nur umgehend XP und Hutten. Wir müssen sowieso nochmal rein, diesen dummen Konverter. Spätestens, wenn ich Kroni seine Quest mache. Okay, das. Jawohl. Verdammte Blutkralle, zieh halt die Akku auf dich. Nein, Ausdauer. Ich gerade eigentlich morgen Dark Souls spielen wollte. Das kann was werden. Wenn ich da auch so rumhaue wie hier gerade? Nichts Gutes. Was ist hier noch? Ja, Brennstoff. Eine Zigarette. Passt ja irgendwie. Na gut, haben wir zumindest 3 Aschefleisch. Können wir wieder Suppe machen. Schön. Klasse. Doll. Ist hier noch was hinter? Ist das, was ich denke, was es ist? Nein, Wiesenkraut. Wolfskraut sah auch anders aus. Ich habe auch Wolfskraut gehört. Ich gehe jetzt trotzdem da hinten zu diesem Haus in der Waage, um das vielleicht irgendwie ein Radiosender oder sowas. Das ist aber noch ein bisschen Story hier. Erfahren wir, vielleicht finden wir ja noch was. Oder es sind ja so ein Ort, wo man hinter wieder hin muss. Das sieht sehr aus wie so ein... Ach, scheiße, das ist ein Radiosender. Ah. Möchtest du nicht ein bisschen kommen, ohne dass ich deine Kollegen... Ah, verdammt. Achtung! Na, ja, da müssen wir leider schummeln hier, wenn die jetzt... Oh. Oh. Hallo! Hallo! Ich kenne ja gar nichts. Ja, klar, doch sie nicht. Mann, hallo! Finde ich gut. Ich brauche einen besseren Plan, wie zum Beispiel ein Medipack. Ja, lenk dir mal ab, den Spacken hier. Ich bin natürlich einfach ne. Den machen wir jetzt. Warte, ich glaube, ich fahre hier im Nahkampf besser. Ich warte einfach, bis den Arx kaputt geschossen hat. So ein Alpkommando macht mir ganz viele Schwierigkeiten. Endlich! Sehr Bursche. Ja, der ist vollgepumpt mit Alex. Das stimmt wohl. Aber hat ihn ja auch nichts gebracht. Hier sind noch mehr Gegner? Oh. Das können ja nicht mehr so viele sein hier eigentlich, oder? Ich hab schon wieder unnötig viel Plattermunition verschossen. Wenn der Meteor sie nicht alle dahin gerafft hätte, dann spätestens wir. Nett. Ich hab auch eine Methode gelernt. Was? Das ist, nein, das ist so schlecht. Bock meint gerade, dann heißt der Alexander. Er heißt bestimmt nicht Alexander. Ist hier noch Gegner oder nicht? Also, bevor habe ich die jetzt hier alle niedergerockt? Ich meine, das war jetzt irgendwie so mittlere Schwierigkeitsgrad. Das ging jetzt so halb. Welche Sachen? Da unten liegt noch ein Schwert irgendwo im Wasser, glaube ich. Da muss ich gleich nochmal hintauchen. Krug. Gut, dass wir, hergekommen sind. Diesen Krug zu plündern. Das ist definitiv hier. Ach, das klingt so pragmatisch. Ja, eventuell ein wenig Gefühlskalt, könnte man sagen. Ein Spalter. Hm, schön. Abgeriffener Gedichtband. Sollt ihr mir Gefühle gezeigt haben? Klopapier? Komm mal, wir brauchen.
Ansonsten, komm ich hier durch? Komm ich. Aber Keller gibt's ja auch nicht. Ja, man könnte hier halt pennen, aber ansonsten. Pff, was ist los hier? Warum zur Hölle rannten denn hier vier Alps inklusive Commander rum? Vielleicht müssen wir irgendwie in den Keller kommen, oder nicht? Das ist ja irgendwie unter dem Gebäude hier. Vielleicht noch, ich lese nachher den abgegriffenen Gedichtband durch. Da haben wir bestimmt mehr mit zu tun. Bei A, wie abgegriffener Gedichtband. Oh, du meine liebe Minne, wenn ich dich sehe, glaube ich, ich spinne. Ziehst du dich von mir aus, sehe ich mir graus. An dir ist gar nichts dran. Zieh dich bloß wieder an. Nett. Arbeitsbericht. Such nach Basis erfolgreich. Vor kurzem hat noch jemand gelebt. Kein Lebenszeichen. Zwei Wachen für die erste Schicht eingeteilt. Angriff einiger Berserker in der Nacht. Verfolgung aller Angreifer. Rückzug ihre Kampfkraft unterschätzt. Verlust von zwei Soldaten. Zu hohes Risiko. Neuer Plan. Gegenangriff in der Nacht. Leise Umliegung der Wachen. Keine Überlebenden. Mission wieder aufgenommen. Nett. Okay, das war so eine vorgeschobene Operationsbasis, höre ich daraus. Der viele von dem, wenn ich einen Gegner ranrennen könnte mit gezogener Waffe. Aber der eine Dingens konnte das anscheinend. Oder ist der Plan hier. Achso, warte mal. Ich sehe, wo das Schwert liegt. Das ich dann am Ende wahrscheinlich eh nicht tragen kann. Das liegt auf dem Weg einer späteren Quest. Ich ahnte es schon. Aha, guck mal hier. Wie spielt er wieder da? Ein Hornschwert! Das wird doch bestimmt einige freuen, dass ihr ein Hornschwert gefunden habt. Spalter ist übrigens einfach Spalter der Berserker. Kann verbessert werden. Den könnte ich sogar tragen, aber er würde halt weniger Schaden machen. Das war ein Einhandschwert. Das Hornschwert. Einfaches Hornschwert der Berserker. Kann verbessert werden. Ja, könnte ich halt. Das ist wahrscheinlich der zweite Rang, nehme ich mal an. Aber immer. Die Gabel. Ein goldener Kelch. Ansonsten einfach nichts. Okay. Offensichtlich hat sie das. Ich schiebe mir noch einen Heiltrank auf den Sockel. Nee, Mana-Trank. Achso, ja gut, die Berserker haben wir. So, zurück zu meiner eigentlichen Mission. Ich wollte jemanden umbringen. Hier in der Kanalisation, da lag ein Hornschwert rum. Ein horniges Hornschwert. Keller. Einfach so vergessen. Die ganzen 80 cm Schwert. Einfach so liegen lassen, wie so ein Schlüssel. Unabhängig vom Schlüssel übrigens. Ich hoffe, ich kriege jetzt überhaupt den letzten Commander hier tot ohne Probleme. Danach muss ich wahrscheinlich zurück nach Ignadonna zu. Eigentlich irgendwo hin, um Plasma-Munition zu kaufen. Das, wo ich gerade wieder ein bisschen Geld gekommen bin. Finde ich sehr voll gut, wenn wir jetzt langsam mal sicher mal so ein bisschen Wolfskraut hier finden würden. Da hinten, oder da hinten ist noch eine Hütte. Vielleicht gibt es da noch was Schönes. Ich werde hier nie zu meinem Ziel kommen, ne? Also, die Hütte wäre vielleicht zu viel gesagt. Ah! Ich hasse Fleischbrillen. Eigentlich trifft das alle Viecher zu, aber Fleischgrill hasse ich besonders. Vor allem sind sie so überraschend. Ja, okay, gut. Gut, mein kleiner roter Stein, immerhin. Also wir haben, nein, nicht den Hocker. Also wir haben all diese Mühen übrigens auf uns genommen, um einen kleinen roten Stein und einen Dietrich zu plündern. Werde ich die Leute auch wegschleudern kann. Du hast das Fleisch hier gewinnt? Als Deutscher? Huh! Was ist denn der Roboter hier? Ach stimmt, ich mache extra Schaden gegen Roboter. Ich glaube, mein Schwert macht doch extra Schaden gegen Roboter, oder? Gut, dass sie keinen Selbstzerstörungsmodus haben, die Dinger. Das würde mich ganz schön aus der Bahn werfen, wenn die sowas hätten. Aber nicht. So, da vorne ist unser Ziel. Ne, ist er da nicht. Na gut, dann werden wir uns unser Ziel in der nächsten Folge kümmern. Wenn es ja wieder heißt, Alex. Macht's gut, bis dann. Ciao.